Willkommen zu Let's Board Game und der Regelerläuterung zum Spiel Argonaut von Altium Creative. Das Spiel ist für 1-4 Spieler und spielt sich in ca. 60 Minuten. Worum geht es in Argonauts? In Argonauts übernehmt ihr die Kontrolle über Jasam und seine Argonauten, die mit Hilfe der Argo auf die Reise gehen, in Kolchis das goldene Vlies zu stehlen und zurück nach Iolkos zu bringen. Auf dieser Reise werden die Helden auf verschiedenste Kreaturen stoßen und müssen sich mit diesen messen. Gleichzeitig gilt es, die Crew am Leben zu erhalten, die Nahrungsversorgung sicherzustellen und dass das Schiff nicht auseinanderbricht. Wie das alles im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen sich die Spieler festlegen, welchen Schwierigkeitsgrad sie spielen. Es gibt einmal einfach, normal und hart. Der Standardschwierigkeitsgrad des Spiels, wenn man nach dem Regelbuch geht, ist hart. Und hart heißt auch wirklich hart. Aber dazu gleich mehr. Als erstes wird die Argo auf Iolkos abgelegt. Das ist dementsprechend der Startpunkt. Und hier sieht man diese Reiseroute, die die Argonauten hinter sich bringen. Das bedeutet, das Stadtdeck wird entsprechend der Zahlen auf den Städten sortiert. Die Encounter, also legendären Encounter, werden entsprechend dieser Symbole sortiert, damit man diese im Nachhinein leicht verfügbar hat. Die Marker für Material und ja, Favor of the Gods, also die Gunst der Götter, wird im einfachen Modus auf 2 gestellt, im normalen auf 1 und auf Hard hat man nichts von beiden. Da im Let's Play wir auf Normal spielen, stelle ich jetzt einfach hier schon mal auf die 1. Man erhält 6 Münzen, die Argonauten werden auf 9 gestellt, genau wie die Nahrung. Die Argo wird hier unten im intakten Bildseite nach oben hingelegt. Wenn es beschädigt werden sollte jemals, hat man hier diese Karten, die werden umgedreht. Dadurch hat man einen Malus von minus 1 auf Seefahrtproben. Danach werden die Eventdecks vorbereitet. Hier ist es so, im Schwierigkeitsgrad einfach werden ein Thunderstorm, einmal Rough Sea und einmal Shallow Waters entfernt. Im normalen Modus wird nur eine Thunderstorm-Karte entfernt. Im schweren Schwierigkeitsgrad-Modus sind dementsprechend alle Karten mit drin. Bei den Land-Events, die sehen wir im grünen Auge, wird nur eine Karte Ambush entfernt, also Hinterhalt. Das ist sowohl beim einfachen Spielmodus als auch beim normalen Spielmodus so. Die Karten Pursuit und Medea werden separat beiseite gelegt, da diese erst später ins Spiel kommen. Die Karte Pursuit wird erst ins Deck gemischt, sobald das goldene Vlies in Kolchis gestohlen wurde und die Argonauten fliehen müssen und hier durch diese Passage flüchten müssen. Die Karte Medea wird erst in der Stadt Aea ins Spiel kommen, da diese den Helden Herkules ersetzt. Ist laut der Legende von den Argonauten ist Medea an Bord gekommen, nachdem die Prinzessin, die wurde gerettet, weil sie sich in Jason verliebt hat und Herkules verließ das Boot, weil er seinen Kumpanen suchte und die Abfahrt der Argonauten verpasste. Aber dazu auch mehr in einem Link unten in den Kommentaren. Da habe ich einfach mal einen Link zu der Argonauten-Saga hinzugefügt. Danach erhalten alle Spieler 4 Helden und einen dieser Marker. Diese Helden bilden nun das Squad oder die Gruppe, die dieser Spieler anführt. Das heißt, bei 4 Spielern bekommt jeder eine Gruppe, bei 3 Spielern muss man schauen, wie man es aufteilt, bei 2 Spielern bekommt jeder 2 und wenn man es alleine spielt, bekommt man alle. Diese Helden können verdeckt oder aufgedeckt hingelegt werden, aber somit hat man diese immer zur Verfügung. Das Equipment, also die Equipmentkarten, werden gemischt und verdeckt platziert. Im einfachen Spielmodus erhalten die Spieler 2 Gegenstände. Im normalen Spielmodus erhält die Gruppe 1 Gegenstand. Hier habe ich jetzt einen Ring, der plus 2 auf Diplomatie einmalig bringt. Die Relikte werden gemischt und bereitgelegt. Die Händlerkarten werden bereitgelegt und schon wäre das Spiel
vorbereitet und wir könnten loslegen. Aber als nächstes erkläre ich die Helden mal im Detail. Als Beispiel habe ich jetzt einfach mal den Helden Jason genommen. Dieser hat hier oben seine Fähigkeiten, das heißt einmal braun für Diplomatie, gelb für Kampf, blau für Segelfertigkeiten, hellblau fürs Schleichen. Zusätzlich gibt es noch bei den Charakteren, die Mystiker sind, hier dieses Lilane, das ist Mystik. Jeder Held verfügt über eine Klasse. Im Falle von Jason ist es so, dieser ist ein Krieger und gleichzeitig ein Diplomat. Das bedeutet, Missionen, die eine dieser Klassen erfordern, können durch diesen Helden absolviert werden. Darunter hat jeder Held eine Spezialfertigkeit. Im Falle von Jason ist es so, dass dieser, wenn er gespielt wird, die Skill, also eine dieser oberen Farben, eines anderen Charakters nutzen kann. Wenn zum Beispiel jetzt hier Mopsus bei einem anderen Spieler als Rasten platziert ist, könnte man hier seine drei Mystik für eine Mission benutzen. Wie die Events abgehandelt werden, erkläre ich gleich als nächstes. Zu guter Letzt haben wir hier unten einmal die Gunst der Götter und einmal ja, die Missgunst. Das heißt aber, Jason ist von Hera positiv eingenommen und Zeus kann Jason nicht leiden. Diese Karten und diese Punkte hier unten haben Einfluss auf den Ausgang von legendären Encountern und verschiedensten Events. Das aber kläre ich auch nochmal im Detail. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zu den Events. Zu Beginn einer jeden Runde wird der Rationsmarker um 1 reduziert. Danach wird die Argo einen Schritt weiter auf dem Reiseweg vorangesetzt. In dem Fall würden wir jetzt in die Stadt Lemnos kommen und würden eine der entsprechenden Karten ziehen. In jeder Stadt haben wir die Möglichkeit, zwei Aktionen auszuführen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt in Lemnos die Möglichkeit, einen Händler aufzusuchen. Hierzu wird eine von den Karten gezogen und auf der Rückseite hat man nun den aktuellen Lagerbestand bei diesem Händler. Hier haben wir so, für 2 Goldmünzen können wir ein Material kaufen und dieser Händler hat 2 Material auf Lager. Also hier können wir maximal für 4 Goldmünzen 2 Material erwerben. Dann haben wir hier Tempel. Hier kann man Gold spenden, um die Gunst der Götter zu erbeten. Dann ein Hearing. Dies ist ein erster Skill-Test. Hier hat man die Möglichkeit, einen Diplomaten, also einen Charakter mit dem Codewort hier unten Diplomat. Und dieser wird nun hier zu dem Herrscher der Stadt geschickt, um dort Versorgungsequipment oder ähnliches zu erflehen. Dazu guckt man hier oben auf den Diplomatiewert. Und hier unten hat man jetzt einen W12 abgebildet. Das bedeutet, man würfelt einen Würfel. Haben wir jetzt hier eine 12, ist ideal. Normalerweise hätte ich jetzt zum Beispiel eine 10 gehabt, würde der Wert des Jason, hier in dem Fall 2, darauf addiert werden, dann hätten wir auch 12. Und dann schaut man hier in die Tabelle, was man erhält. Das wäre in dem Falle eine Ration, das heißt, man erhöht den Marker auf 9. Maximal kann man auch nur 9 Rationen haben. Und man würde ein Equipment vom Herrscher der Stadt erhalten. Dann darunter haben wir noch den Punkt Exploration. Exploration ist, und da muss man einen Scout, also in dem Fall zum Beispiel hier, Idas auf eine Mission schicken. Das heißt, man macht eine Exploration. Und dazu wird die oberste Karte des Landerkundungsdecks abgehoben und dieses Event wird abgehandelt. In dem Fall wäre es jetzt der Wald gewesen, auf der Suche nach Geschenken von Mutter Natur. Hier hat man wieder einen Skilltest, einen W12 würfeln. In dem Fall hätte ich eine 4, plus den Scout-Wert des Scouts. In dem Fall hätten wir 2, plus 4 wären wir bei 6. Und wir würden ein Material in diesem Wald finden. Das wäre eine normale Auf-Land-Erkundung gewesen. Anders sieht es aus, wenn wir mit der Argo zum Beispiel auf ein Seefeld kommen. Hier wird eine Karte vom blauen Stapel gezogen und hier haben wir zum Beispiel jetzt gerade hier den Thunderstorm. Hier muss man einen W12 würfeln.
um einen Segeltest zu absolvieren. In dem Fall wäre es zum Beispiel jetzt eine 1. Exhaust one or more sailors to add their sailing skill. Das heißt, jeder Spieler hat die Möglichkeit, einen seiner Helden zu exhausten. Und diese Werte werden nun auf diesen Würfelwurf addiert. Man muss aber in dem Fall vorher festlegen, welche man nutzt. Zum Beispiel jetzt hier so. Hätte jeder Spieler einen Helden gespielt, dieses haben wir 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. In dem Fall wäre es, 2 Argonauten würden sterben. Alternativ könnte ich hier in diesem Falle einmal die Gunst der Götter nutzen, um diese Karte zu neutralisieren und nicht zu verlieren. Zu guter Letzt haben wir noch legendäre Encounter. Diese erkläre ich jetzt auch im Detail. Sobald wir mit der Argo auf eins dieser legendären Encounterfelder kommen, wird die entsprechende Karte vom Stapel der Events abgehoben und man hat nun zwei Auswahlmöglichkeiten. In dem Fall wäre es erstmal so Bait the Beast, das heißt, die Harpien müssen angelockt werden, das heißt, die Rationen werden um eins reduziert. Und danach muss man entscheiden, wie möchte man diese Harpien besiegen. In dem Fall ist es so, wenn ich die per Kraft besiegen würde, bräuchte ich eine Kampfkraft von 9. Alternativ kann ich sie wiederum mit List und Tücke besiegen. Das wäre mit einem Kampfkraft von 6 und einer Schleichenfähigkeit von 4. Wie wird nun dieses Encounter abgehandelt? Jeder Spieler hat hier diesen Counter mit Resting and Exhausted. Das bedeutet, für jedes Event kann jeder Spieler einen Helden diesem Event hinzufügen. Das bedeutet hier zum Beispiel, Spieler 1 überlegt, okay, was können wir am besten machen? Dann kann man sich absprechen. Und dann sagen wir, okay, wir versuchen, die Harpien mit List und Tücke zu besiegen. Das heißt, wir brauchen mindestens einen Wert von 6 bei Kampf und einen Wert von 4 beim Schleichen. Da hätten wir zum Beispiel jetzt Jason. Dieser hat die Möglichkeit, 2 Kampf und eine Schleichen-Skill hinzuzufügen. Ich lege das mal ein bisschen näher, damit man es besser sieht. So. Beim Spieler 2 gehen wir jetzt mal davon aus, wir hätten in der letzten Runde Polydeikos gespielt und würden diese Runde gegen die Harpien Idas spielen. Danach wandert er auf das Resting und er wandert in den Bereich Exhausted. Das heißt, diese Karten sind jetzt erstmal nicht verfügbar. Genau wie Jason in der nächsten Karten oder Runden nicht verfügbar, solange ich ihn hier auf dieser Tabelle habe. Idas würde 2 Kampf und 2 Schleichen hinzufügen. Und wir wären schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Spieler 3 entscheidet sich, Lynkeos zu spielen. Hier gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir hätten in vorherigen Runden schon 2 Helden gespielt. Sobald Lynkeos hier hingeschlägt wird, wird Argos ins Resting fällt und Asklaphus würde wieder auf die Hand kommen. Lynkeos bringt 2 Schleichen und einen Kampf hinzu. Das heißt, wir haben 2, 4, 5 Schleichen. Das heißt, wir brauchen nur Kampf und Kampf haben wir schon 2, 4, 5. Das heißt, Spieler 4 spielt auch noch eine Karte, um den Kampf zu verbessern. Nehmen wir jetzt mal Telamon. Diese hat einen Kampfwert von 2 und verhindert theoretisch, hat nur 2. Hiermit hätten wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kampf und genug Schleichen hätten wir auch. Das heißt, wir hätten diese Mission theoretisch direkt geschafft. Nur jetzt kommt, wie vorhin schon angesprochen, die Gunst der Götter mit ins Spiel. Das bedeutet, ein W12 wird gewürfelt. Hier hätten wir jetzt die 11 und hier unten auf dem Spielfeld ist eine kleine Tabelle. Mal gucken, ob man sie gerade zeigen kann. Hier sind die einzelnen Götter aufgelistet. In dem Fall wäre es jetzt 11, wäre der Hermes. Nun schaut man bei jedem Helden, welche Götter ihn bevorzugen und auch nicht leiden können. Hera, Zeus, Poseidon, Apollo,
Artemis Poseidon und Zeus Poseidon. Das bedeutet, Hermes ist hier aktuell nicht mit dabei. Das bedeutet, kein Plus und kein Minus wird auf diesen Test hinzugefügt. Hätten wir jetzt als Beispiel Mopsus eingesetzt, dieser hat Hermes auf der negativen Seite. Das heißt, der Skill-Test würde um 1 erschwert werden. Das heißt, von dem Ergebnis der Argonauten wird ein Punkt abgezogen. Genauso wäre es, wenn jetzt jemand bei Hermes positiv gelassen wäre, wären wir jetzt bei, hier wären wir jetzt mit Hermes Mark Pelius, dieser würde plus 1 auf seinen Skill-Test bekommen. Sobald der Test abgehandelt ist, hat man unten den Punkt Victory, Gain 1 Relic, das heißt, man bekommt einen dieser pinken Marker, die man zu Beginn gemischt hat und beiseite gelegt hat. Wenn man verliert, verliert man 2 Argonauten und 2 Rationen. Das Event ist trotzdem abgehandelt und in der nächsten Runde fahren die Argonauten weiter in Richtung Kolchis und führen ihre Quest weiter fort. Das war ein legendärer Encounter. Zu guter Letzt habe ich noch die einzelnen Gegenstände. Hier haben wir einmal den Ring, den wir zu Beginn gezogen haben. Dieser würde einmalig einen Diplomatietest um 2 erhöhen. Das heißt, sobald diese Gegenstände genutzt werden, werden diese wieder verdeckt und in den gesamten Vorrat zurückgemischt. Genauso verhält es sich bei Relikten. Die sind halt mächtige Gegenstände, die halt zwischen dem Fall plus 3 auf Mystik geben, was halt die normalen Gegenstände niemals schaffen würden. Das goldene Vlies. Das goldene Vlies erhält man, sobald man das Event The Dragon abgehandelt hat. Das goldene Vlies erhält man sowohl, wenn man verliert, als auch wenn man gewinnt. Nur wenn man verliert, verliert man auch 2 weitere Argonauten, was nicht so gut ist. Das goldene Vlies kann jederzeit genutzt werden, um einen Argonauten wiederzubeleben. Das heißt, um den Argonauten-Track wieder auf 1 zu erhöhen. Besonderheit, wenn man im einfachen Modus spielt, dort erhält man 2 Anwendungen für das goldene Vlies. Im normalen und schweren Spielmodus erhält man nur 1 Anwendung. Als nächstes kommen wir zum Sieg und Niederlage des Spiels. Wie gewinnt man das Spiel? Das Spiel gewinnt man, indem man den komplette Reiseroute der Argo abhandelt, das goldene Vlies in Kolchis spielt, vor Kolchis mit Armee durch diesen Kanal flieht, einmal um Italien herumschwirrt, einmal die Sirenen, die Hydra und den Titanen auf Kreta besiegt und zurück in Iolkos ankommt und das goldene Vlies abgibt. Ob es jetzt genutzt wurde oder nicht, ist in dem Fall egal, aber das Spiel ist gewonnen, sobald man Iolkos wieder erreicht. Wie verliert man das Spiel? Das Spiel lässt sich an 2 Möglichkeiten verlieren. Wenn die Rationen auf 0 gehen, als Beispiel am Anfang einer Runde, werden die Argonauten auch um 1 reduziert. Das heißt, man sollte schauen, dass man seine Rationen, wenn möglich, immer möglichst weit Richtung 9 schiebt. Sobald die Argonauten auf 0 kommen, ist das Schiff leer und man hat verloren und alle sind tot. Alternativ kann die Crew und die Nahrung wunderbar sein auf dem Schiff. Wenn das Schiff selbst vollständig zerstört wurde, also 4 Schadenspunkte erhalten hat und nicht rechtzeitig repariert wird durch den Einsatz von Material, ist die Reise auch beendet und die Argonauten haben verloren. Das waren dann auch schon die vollständigen Regeln zum Spiel Argonauts. Solltet ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder ähnliches haben, einfach in die Kommentare oder direkt per Nachricht an mich. Wenn ihr nun sagt, okay, ich möchte mehr vom Spiel sehen, ich würde auch gerne mal eine Spielrunde sehen, kann ich euch nur den Link am Ende dieses Videos empfehlen. Dort geht es direkt zum Let's Play, zum Spiel Argonauts. In diesem Video werde ich eine vollständige Runde auf dem Schwierigkeitsgrad Normal spielen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!